Alex, ne? Wie geht's dir? Ja, gut. Und dir? Ja, alles super. Das ist übrigens Alex, Europameister und sechsfacher deutscher Meister im Skateboarding. Ja, hast du Bock, eine Runde zu fahren? Let's do it. Ja, komm. Ja, Alex, wie kommt man eigentlich, oder wie wird man eigentlich Skateboarder? Ja, bei mir war es so, dass ein Kollege von mir ein Board hatte, bei mir in der Klasse, mit dem ich früher Fußball gespielt habe. Und der ist dann irgendwie dann umgezogen, wieder in seine alte Heimat. Und ja, ich habe das irgendwie 2-3 Wochen zuvor von ihm einmal ausgeliehen bekommen. Und ich meine, er hätte es mir sogar geschenkt am Ende, weil irgendwie ich so fixiert war und Bock hatte zu skaten. Weil das einfach was ganz Neues war für mich. Und ich habe schon immer mal was anderes ausprobiert, was Sport angeht. Ja. Dann kam das Skateboard mit 12 und seitdem war ich einfach nur noch da drauf. 2006 war ja für dich ein sehr ereignisreiches Jahr. Ja, erzähl mal. Ja, das war auf jeden Fall sehr crazy. Und zwar hatte ich da die Europameisterschaft in Basel, die ich gewinnen konnte. Was echt ja, sehr spontan war, sage ich mal, war nie irgendwie geplant, dass ich da weit komme. Und direkt 2 Wochen darauf hatte ich das Game of Skate in den Staaten, wo ich mich in Deutschland und Europa qualifizieren konnte, in Frankfurt damals. Und ja, dann bin ich nach LA geflogen und hat mir wirklich das Ziel gesetzt, da zu gewinnen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe dann das ganze Game of Skate gewinnen können und ja, war echt eine crazy Erfahrung und eine crazy Woche. Eigentlich unbeschreiblich, weil das war irgendwie nie so mein Ziel, dahin zu kommen, irgendwie bekannt zu werden im Skaten, sondern ich habe einfach das gemacht, was mir wirklich Spaß gemacht hat und was mich motiviert hat, immer besser zu werden. Und ja, es war schon verrückt. Aber dein Ziel oder dein Traum wäre es ja schon, ja, bei den Olympischen Spielen natürlich teilzunehmen. Auf jeden Fall. Und ja, wer weiß, vielleicht sogar noch eine Medaille mitnehmen, das wäre natürlich... Das wäre crazy. Ich meine, alleine schon mitzumachen. Ich meine, du bist Europameister, deutscher Meister, wird doch noch schief gehen. Du machst die Amis platt. Es wird auf jeden Fall sehr heftig, weil es werden halt echt nur wenige Leute genommen überhaupt, die mitfahren können, dürfen. Okay. Es gibt 2 Disziplinen. Ja. Einmal Street, das ist das, was ich mache, und einmal Park. Es werden 20 Leute pro Disziplin genommen, weltweit. Oh. Das heißt, es wird gar nicht so einfach, aber eine Chance besteht für alle, natürlich für alle. Wird definitiv hart, aber wir schauen mal. Alex, ich habe gehört, es gibt einen Trick, der heißt Impossible. Ja. Ist der wirklich unmöglich? Nee, der ist auf jeden Fall möglich. Heißt zwar unmöglich, ist aber möglich. Also possible, ich kann dir gerne einen zeigen gleich. Ja, gerne. Ich schaffe noch nicht mal einen Olli. Oder wenn überhaupt, schaffe ich einen Olli. Okay, cool. Ja, wie sieht's aus? Sollen wir mal ein bisschen skaten gehen? Hast du Bock? Ja, gerne. Kannst dich warm anziehen, ne? Top, ich würde mir gerne was sehen. Alex, hier ist doch ein guter Platz, oder? Ja, auf jeden Fall, der Boden ist top. Schon nicht schlecht. Soll ich dir mal meine Tricks zeigen? Oder zeig mal, was du sonst noch kannst. Ich kann eigentlich nichts, außer vielleicht geradeaus fahren. Aber ich glaube, einen Olli müsste ich noch hinkriegen, glaube ich. Komm, ich teste mal. Nein! Ich lasse es lieber. Nein! War das einer? Auf jeden Fall. Ja. Ey, wenn du mit beiden Achsen hochkommst, ist es ein Olli. Okay, sehr gut. Alex, jetzt haben wir so oft oder so lange über den Trick Impossible geredet. Jetzt will ich ihn aber auch mal sehen. Ich versuche ihn mal. Ja, okay, komm. Ja, Alex, dann darf ich auch dich offiziell als Mitglied im Team Toyota dich begrüßen. Danke dir. Und wie du weißt, bekommt man als Mitglied auch ein Auto. Und ja, ich hoffe, du kannst fahren. Yes, bitte. Danke dir. Ciao.